Ja, und die andere Sache ist eigentlich, dass ich dafür dann nach Möglichkeit andere Spiele let's playen möchte, die ich aber jetzt noch nicht nenne. Wobei ein Projekt dürftet ihr womöglich, also falls ihr mal auf meinem Kanal wart, meine Homepage kann ich mich ja, habe ich mich ja jetzt die letzten Tage nicht so gekümmert, die letzten Wochen. Ich habe es ja immer mal wieder probiert, aber das ist ja nicht so gelaufen, wie eigentlich geplant, da sich einiges zwischenzeitlich ergeben hat, privat, und deswegen ging das nicht so. Aber wer auf meinem Kanal mal gesehen hat, sich die Playlists angeschaut hat oder so ähnlich, ja, der dürfte eigentlich mitgekriegt haben, dass da womöglich ein neues Projekt im Aufkommen ist, Panzerhandschuhe. Denn die sind nämlich was sehr Feines. Und die nehmen wir einfach erstmal nicht mit, weil die brauchen wir nicht. So. Was gibt's denn? Uah! Hallöchen! Ah, geh weg! Geh weg! Pfui! Ich hab Angst. Da, dass die immer so hinter der Tür, wo man nichts sieht, auf einen lauern. So. Achso, der landet einfach mal durch das Dach. Mache ich auch immer, wenn mir langweilig ist. So, tschüss. Muhaha. Und zwar nämlich dieses nette Projekt Let's Show My Tracks bei Trackmania. Da habe ich mir jetzt sogar, deswegen ist das erste Video sogar mittlerweile einmalig, denn die Strecke existiert nicht mehr. Ja, liebe Leute, die existiert nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, wer sie gut fand und wer nicht. Aber die existiert so oder so nicht mehr. Denn ich habe mir, beziehungsweise ich habe, einfach vergessen, oh, jetzt wird's eng. Ich habe einfach, ouch, vergessen, die Strecke auf den neuen PC zu übertragen. Fanatiker sind das also, okay. Ich habe vergessen, die Strecke auf den neuen PC zu übertragen und folglich existiert hier auch nicht mehr. Ich kann nicht noch mehr tragen. Okay. Ich bin Gut, überladen. aber dafür ist das mal wieder viel zu fett, das Ding. Wo war ich denn? Ach genau, aber dafür habe ich mir ein neues Trackmania geholt, womit ich das jetzt dann ja versuchen möchte, nämlich Trackmania United Forever. Das ist mir mal so in die Hände gefallen. Und mit dem kann man ja dann doch schon einiges mehr anstellen. Und dann werden wir mal sehen, was dabei dann rauskommt. Derzeit kam ich eben einfach noch nicht dazu, irgendwas jetzt damit anzustellen. Aber ich gehe mal davon aus, das wird dann die nächsten Wochen folgen. So, den hohlen Baumstamm noch. Okay, jetzt gehen wir nochmal dahinter. Der ist offen, der Schatz. Ach, da war gar nichts drin. ja, und dann einfach mal sehen, was da dann sich damit anstellen lässt. Mal sehen, was so kommt. So. Und die fliegen alle schön, na toll. So, der hat nichts fallen lassen. Der haut wieder ab, der Feigling. So, und du. Pam! Auf die Mütze. So. Hier ist nur der. Hier ist einfach mal gar nichts drin. Ach so. Ja, doch immer eine Schriftrolle des Stadtportals. Nein, ich will da unten hin. Der hat nichts. Du noch irgendwas? Ja, du hast Gold und einen guten Mana-Trank. Ja, dann lassen wir den eben liegen. Docks von Kurast. Danke fürs Identifizieren, lieber Deckard Cain. So, handeln, das kann weg und das kann weg und das kann weg und das kann weg und das ebenso und das auch und das. Und das, und das heben wir uns mal auf.
So, und dann das da raus und das da raus und das da 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 und das da. So, das da kann weg und das 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 kann weg. So, nochmal bei Radli vorbeisehen. Vielleicht hat der nämlich ein paar neue Sachen für uns. Ja, oder halt auch nicht. Jo, schön wär's gewesen. Nee. Ja, das wird mich ja doch schon reizen, da mal eine bessere Waffe jetzt zu nehmen, also eine schnellere. Weil das Ding, dem trifft er ja auch noch nicht mal. Na naja, gut, okay, mit den anderen Waffen wahrscheinlich genauso wenig, aber da fällt es nicht so auf. Ach, was mache ich denn? Oh. Wir haben ja gar nicht. Oh, wir haben ja gar nicht mehr so viele Tränke. Dass wir noch einen neuen machen könnten. Na gut, dann eben nicht. Puh. Okay. Dann würde ich ja jetzt mal sagen. Ach, da ist er ja. Ich übersehe nicht immer diesen Ormus. Gefunden habt, müsst ihr den Dschungel der Bedeutung seines Inhalts durchqueren. Diese Reise könnte wesentlich gefährlicher sein. Okay, ich gehe mal davon aus, es hat jetzt kein Mensch verstanden, was der gute Mann eben gesagt hat. Soundoption, die Musik ein bisschen runter. Weil ich glaube, der Kollege, der spricht im Allgemeinen ziemlich. Nur Audio, nur Text. Audio und Text, okay. Der Kollege spricht im Allgemeinen sehr, sehr leise. Also nochmal. Heilige Buch gefunden habt, müsst ihr den Dschungel der Bedeutung seines Inhalts durchqueren. Diese Reise könnte wesentlich gefährlicher sein. Okay. Na gut, dann werden wir dann mal die gefährliche Reise irgendwann antreten. Wir müssen nur noch in Trafinkal nach Kalims Kultflegel suchen. Okay, das heißt, Trafinkal wäre dann der nächste Halt, den wir irgendwann mal bräuchten. Guten Tag. Ich glaube, ich kann euch vertrauen. Als ihr angekommen seid, hielt ich euch für einen Spion der Zakarum, der falschen Religion, deren Anhänger jetzt unter dem Bann einer geheimnisvollen Macht stehen. Sie haben die alte Religion des Kap. Der Skazim verspottet, wollte sie sagen, wer es nicht lesen konnte. Sie bricht wohl drin, mittendrin gern mal ab. Ah, die hat auch Rüstung. Das ist was sehr Feines. Aber ich glaube, die hat auch keine Rüstung mehr für uns. Was hat die gute Frau denn an Waffen? Ja, wohl auch nichts Einmaliges. Oh, aber für eine Assassine wäre die sehr, sehr gut, die gute Frau. Wir sind übrigens schon bei 616.000 Gold, wenn ich das richtig gesehen habe eben. Gehen wir noch mal kurz zu Alcor. Was braucht ihr? Ach, der hat da gar nichts. Was sagst du denn zu Lammesens Folianten noch so Feines? Habe ich nicht erwähnt, dass das Buch nützliche Informationen über die großen Übel enthält? Nein, das erwähntest du damals, glaube ich, nicht. Ihr seid mit Meschef hergekommen? Diesem alten Fremdenführer für die Dummen? Ich bin überrascht, dass ihr es heil bis hierher geschafft habt. Okay, daraus lässt sich wohl ableiten, dass die beiden sich wohl nicht so ganz verstehen. Ich glaube, das können wir knicken. Da ist nichts Brauchbares dabei. Die Beinschienen. Okay, das wäre natürlich dann auch noch mal was, was wir jetzt mal kurz. Verteidigung 12. Na gut, aber auf das ein Verteidigungsding kommt es auch nicht an. Na ja gut, dann eben nicht. War ja mal ein Versuch wert. Naja, gut, okay. Dann, liebe Freunde, würde ich sagen, verabschiede ich mich hier von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, frisch, fromm, fröhlich, frei und werden uns dann mal die
6 Tempel für Lamm-Esens Folianten vorknöpfen. Vielleicht finde ich da bis dahin auch noch einen kleinen Hinweis, in welchen wir genau müssen. Und ja, bis dahin möchte ich mich von euch verabschieden. Bis denne. Tschüssili.